Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Let's Show auf dem Kanal. Ja, diesmal spielen wir nicht New Super Mario Bros. U Deluxe, sondern New Super Luigi U Deluxe. Ja, leider. Ja, das Spiel ist ein bisschen komplizierter. Ich werde es trotzdem mit Toadette spielen, weil ich Toadette Main bin in dem Spiel, ne? Ich meine, sie haben sowieso alle dieselben Physics, ne? Ja, und die Story, die ist genauso tiefgründig wie die andere. Nur mit Mario, der fehlt. Leute, die tiefe, tiefgründige Story sehen wir jetzt wieder. Und natürlich habe ich meine Sprudelflasche vergessen. Ich voll Idiot. Ich habe wieder vor, die erste Welt zu schaffen. Ich denke, das wird ein bisschen leichter hier gehen, weil die Level kürzer sind. Und man hat dementsprechend halt nur 100 Sekunden, aber mit Toadette und Mopsy hat man halt 200 Sekunden sogar. Ich werde halt trotzdem mit Toadette spielen, weil ja. Ja, und mit ihr bin ich irgendwie richtig gut. In den anderen nicht so. Also in NSMB, ne? New Super Luigi habe ich noch nie gespielt, wirklich, ne? Dann wird der. Also. Hopsi laufen uns auch noch hinterher, ne? Also warum tut er jetzt mit seinen Kanonen das Schloss attackieren? Ich meine. Hä? Ich meine, die Prinzessin ist ja nur noch allein da drin. Mario und Co. sind weg. Also Luigi und Co., ne? Mario ist hier ja gar nicht. Und ich habe gehört, wir werden dem Let's Show auch wieder Lemmy in den Ass treten. Ne? 100% habe ich nicht vor in der ersten Welt. Aber ich habe vor, so die erste Welt zu schaffen. Ich nein. Ja, die Physics, die sind nicht nur leicht anders, sondern krass anders. Man springt höher, man rutscht. Ja, habe ich es gerade schon gemerkt. Oh ja, der Sprung ist richtig hoch. Junge, ist dieser Sprung hoch. Ja, und direkt so ein... Ne? Ihr wisst ja was, ich denke schon mal lieber die Superkrone. Für... Jo. Aber ich wollte ihn gerade mit einer Stampfattacke killen. Ja. Die Röhren abchecken. Ich wollte cool ins Ziel springen, nicht beim Power verlieren. Ja, wir haben es sogar mit allen Star Golds geschafft, ne? Und wie gesagt, die Level hier sind ein bisschen ja, schwerer, dafür nur 100 Sekunden, ne? Schwerer und kürzer. Ja, ich habe mich hier jetzt so ein bisschen in NSMB eingespielt, ne? Seit dem Let's Show. Das Spiel macht auch Spaß, so New Super Mario Bros. Deluxe, ne? Luigi war ich gerade nicht, aber ja, stimmt. Nein! Fuck. Ich wollte euch jetzt das Zeug mal zeigen. Oh, zurück kann ich leider nicht. Fuck. Was will ich mit der Feuerblume? Man merkt schon, mit den Physics komme ich noch nicht so gut klar. Aber hey, kann man mir das wirklich übel nehmen? Ich meine, die Physics sind nun mal anders.
Kein Kommentar. Ich wollte euch noch schon die erste Starcore zeigen. Da hinten ist dem bei der Secret Exit. Stimmt. Ich hab den für einen kurzen Moment vergessen, aber der ist Hardcore. Hardcore. Asi. Ja. Oh cool, hier ist sogar die Superkrone. Hier ist Secret. Hier ist Starcore Nummer 1, ne? Man kann schon abgehen mit. Wir holen zuerst den Secret Exit. Und die dritte Starcoin. Der Secret Exit ist nämlich hier unten. Hinterfragt nicht, Leute. Ich weiß auch nicht, was sie genommen haben. Aber einige Secret Exits sind im Spiel so. Ich weiß das auch nur durch das Let's Play von Nintendo, eine legendäre Stelle. Legendäres LP, New Super Luigi Deluxe, auch ein NSMB Deluxe, ne? Solltet ihr euch reinziehen auf jeden Fall. Ja, so ein Grund dafür, warum ich die Spiele hier Let's Show und Let's Play ist ja Zeitdruck, ne? Auf jeden Fall muss ich in das Level jetzt nochmal rein für den normalen Exit. Ich weiß auch, dieses Secret Exit Level ist Hardcore. Ich glaube, das sind so die Gegner, die es erst in der Sternwelt gibt oder so, ne? Im Originalspiel war Alter krass, wir sind jetzt bald beim Tower, ne? Dabei sind wir gerade bei 8 Minuten, ich habe so 30 Minuten geplant, ne? Here I go! Für Peach hätte man sogar dieselbe Stimme wie Peach genommen. Jetzt werde ich schon wieder richtig krass abgehen mit dir. Ja, super bin ich abgegangen. Ein Idiot, wie es im Buche steht. Sorry, Toadette. Aber ganz ehrlich, warum hat man dieser einen Toadette-Verwandlung mit der Superkrone sogar einen Namen gegeben? Ich meine, die anderen so Feuer-Mario und so, ne? Da ändert sich der Vorname ja auch nicht zu Gustav. Oder so bei Feuer-Mario, ne? Mein Gustav ist so ein Yokai, ne? Als Yokai Watch, der so rot ist und so. Weil wisst ihr was, ich nehme die andere, weil ich so krass bin. Man könnte ja meinen, dass wir hier oder so der Secret Exit, ne? Aber ist nicht so. Man hat doch mal ein bisschen weiter gedacht, so, ja, das ist doch viel zu einfach. Wir müssen doch schon zeigen, dass so das Spiel schwer ist, ne? Hier wäre der andere Exit gewesen, also. Ja, stimmt, es gibt auch in jedem Level so ein Luigi, ne? Das Spiel ist ja im Jahr des Luigis erschienen. Darf man ja nicht vergessen. Ja, hast du. Du hast es gemacht. Ja. Wir sind jetzt bald, haben jetzt schon einen guten Teil der Welt geschafft in 10 Minuten. Ne?
Hab hier schon ein bisschen gebraucht für zwei Level, aber das liegt halt daran, dass es zwei Exits gibt. Wir machen zuerst das Hardball-Level, danach kommt der Tower. Ne, das ist die Musik der dritten Welt, ne, falls euch interessiert. Also dritten Welt, also ich weiß gar nicht, ob es exakt die offiziell die dritte Welt ist noch. Aber bisher haben wir in jedem Level alle drei Starcoins gefunden, krass. Das wird sich hier ändern. Ja, weil ich weiß, da gibt's schon dahinter gibt es das Starcoin, soweit ich weiß. Ja. Und ich sehe schon den Gegner und ich spam den Schwimmknopf. Ja, mit Pichette Schrägschicht. Hier gibt es jetzt Starcoin 2 und Starcoin 3. Ist direkt da oben. Und hier ist soweit ich weiß schon das Ziel. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir es so schnell schaffen. Wie gesagt, 100% mal Schnitt, sprich für die eine Starcoin. Hätte ich sogar nach hinten gemusst, zu diesem Schnappfisch, wie auch immer der oder wie auch immer der heißt, ne? Nein. Einfach nur nein. Finde ich aber gut, dass man so schnell ans Ziel kommen kann, ne? Wir wären sowieso fast am Ziel gewesen, ne? Also viel wäre nicht mehr gekommen. Hier würden wir in den Limonadendschungel kommen. Das ist, glaube ich, die fünfte Welt oder so. Wie gesagt, ich habe vor, die erste Welt zu machen, ne? In der Show. Ja, Bum Bum. Ja, dann noch drei Level und das Castle. Ja, okay. Sind ungefähr bei der Hälfte. Jo. Nochmal so Feuer. Ich wollte mir nur das Item hier holen. Rennen. Ach, come on. Ah. Komm, tu mir das nicht an, Spiel. Den Pilz. Ich mag diese Zahnrad-Ding aber auch echt nicht. Ich will nur mal anmerken, das ist nur das Castle, ne? Ich bin zwar wieder unten, aber hey, ich hab den Mond bekommen. Bekomme gerade Mario Odyssey Flashbacks. Mann ey! Das kann doch echt nicht wahr sein! Jetzt bin ich schon wieder hier unten. Also hier geht man doch nicht mit einer Dame um, bum bum, ne? Sowas wie ihr machst, ist echt nicht okay, ne? Hol ich halt nicht die Starcoins, ey. Darf ich ja anscheinend nicht, das ist ja anscheinend. Ja, und dann schaffe ich auch zu dumm, um an diesen Block zu stoßen. Ich bin sogar zu weggesprungen, was ist hier drin? Eisblume, ja komm, nehm ich.
Jo, hier ist sogar wieder so eine. Nein. Oder? Boah, ich werde sie holen, aber. Jetzt muss ich nur noch halb wieder runter. Genau auf den Knochen trocken. Ja, scheiße. Man kriegt eh noch mal Zeit für den Boss, ne? Oder? Ja. Auch da noch mal 100 Sekunden drauf. Also, hätte ich jetzt Mario oder so, wäre ich schon drauf gegangen. Hey, wir haben das Level auch mit allem. Habe ich noch mal dumm treffen lassen, weil ich zu schnell machen wollte, ne? Oh, hey, wir sind gerade bei 17 Minuten. Ich könnte vielleicht doch versuchen, die erste Welt auf 100% zu machen, ne? So, wenn man den nächsten Level alles sammeln, dann das ist schon. Oder es sind Eichepilz da unten. Ja, die Toadhäuser in NSMBU mag ich nicht so. Ich glaube, dass da jetzt auch nicht wirklich guter Stuff drin ist in der ersten Welt, also. Gehen wir mal. Ich weiß, das kann mir eine große Hilfe sein. Maulwurf jagt am Yoshi-Hügel. Yoshi. Habe ich etwa Yoshi gehört? Wo ist mein guter alter eierlegender Freund? Bei wie hoch spinnt sie? Yo. Ich wusste schon nicht mal, dass da ein One-Up ist. Jo, keine Ahnung. Ja, stimmt. Kann ich ja noch einmal aus dem Abgrund retten. Oh, ja. Frag mich nicht, wie ich den jetzt besiegt habe. Noch so eine Superkrone. Ja, keine Ahnung, wie ich es jetzt wieder geschafft habe, nicht meinen Peachette-Ding zu verlieren, ne? Ach. Alter. So ist es. Jo. Schon wieder 3 Starcoins, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Ja, du hast es geschafft, Peachette. Na. Man merkt schon, jetzt gibt es 2 weitere Level. Eine Mopsi will ich euch nicht zeigen, weil ganz ehrlich, ja, das ist mir dann auch zu lame. Vor allem, der kann kein Power-Up sammeln, sprich, man kann das Spiel noch nicht mal mit ihm 100% durchspielen, ne? Obwohl, kann er Yoshi reiten? Das weiß ich gerade nicht. Yeah.
Boah, das ist die zweite. Ja, Alter, jetzt habe ich schon Bock, alle zu finden. Jo, da oben war die erst. Ich dachte, er wird die fressen. Muss ich so machen. Und hier steht es auch, alle drei Stacken und so. Ne? Ey, ist schon krass, wie man springt im Spiel, ne? Also ich denke, ich werde die erste Starcoin in dem Secret Exit Level noch versuchen. Ne, wenn wir jetzt schon bisher alles 100% gemacht haben, außer die eine. Ne. Ne, bisher will ich auch nicht bei den Item Inventar nutzen. So, das Level, danach gehen wir in den Secret Exit Level zurück, danach geht's in die Burg. Piranhas Gartenparty. Ist so eine Mini-Röhre, aber die bringt, glaube ich, nichts. Okay, das ist Dacon 2. Ja, komm, nehmen wir die Frage um. Ich habe das Gefühl, dass in Luigi U deutlich mehr Peachette-Dinger gibt. Ey, als ob ich eine Starcoin verpasst habe. Ja, okay, geh ich in das Level dann auch zurück. Na, was ist, wie viele Minuten sagt man heute immer noch? 6 Minuten, ja, okay. Wäre dann bei 23 Minuten oder so schon ein bisschen kurz, ne? Das ist jetzt Show. Ja. One-Up-Häuser sind auch irgendwie scheiße in dem Spiel. Haha. Boah, jetzt krieg ich hier nur einen Pilz. Mein Eichelpilz habe ich ja noch, ne? Komm da runter, danke. Ich denke, ich werde zur Feuerblume sogar switchen.
Oh, warte. Ich denke, ich weiß schon wie. Yo. Habe ich sogar gerade eben kurz gesehen. Yo, ich wusste gar nicht, dass Tolle zurückspringen kann. Krass. Krass verstecktes Darkmine auf jeden Fall. Jetzt geht's ins eine Secret Level, danach geht's ins Castle, Leute. Und was jetzt auch mit dem Red Show, ne? Habe ich die New Super Mario Bros. U Saga komplett. Ja, ich wollte nicht gegen die Piranha-Pflanzen kämpfen. Machen wir das auch noch. Mann, war das schwer. Cool, Mini-Pilz. Ne, ich weiß, da gibt es eine Mini-Röhre in dem Level davor. Ne? Ist aber nichts Besonderes drin, weiß ich schon. Nicht, weil ich das Spiel gesehen habe, sondern weil ich ein Let's Play bei Nintendo geschaut habe. Ne, ne? Alter, dem seine Let's Plays hinlegen. Komm, komm mal mit, Baby Yoshi. Ne, in dem Let's Show hast du jetzt nicht so lange durchgehalten wie bei dem von NSMBU. Dann kommt, wenn wir schon 100%, wenn wir schon bisher 100% gemacht haben, machen wir das auch hier. Mal schon ein Cheep Cheep. Guten Appetit. Der könnte. Der wäre mir normalerweise so eine. Ja, okay. Genau das wollte ich doch vermeiden. Say Baby Yoshi. Das sollte mich nicht in ihm rein drücken. Da muss ich halt das kleine Toadette machen. Ne? Oder ne, hier sind ja Blöcke. Bitte ist das hier kein einfacher Pilz sein. Danke. Ich meine, die Fähigkeit von Peachette kann ich nur sehr schwer unter Wasser nutzen. Ich würde gerade meinen Timer kurz ausstellen. Ja. Nur so. Keine Ahnung, ich kann hier die ganze Zeit nicht durchfallen. Ja, genau das wollte ich mit dem vermeiden, aber jetzt kann ich durch. Jetzt muss ich einfach nur noch bis ins Ziel kommen. Könnt ihr auch mal die normalen Exits sehen, ne? Oder nein? Ich denke doch nicht, dass das was wird. Oh mein Gott, wäre ich jetzt gestorben. Ja, und jetzt geht's ins Castle, ne? Ich merke nebenbei, dass ich in letzter Zeit auf meinem Kanal sehr viele neue Games vorhanden habe, ne? So Retro weiß nicht wirklich viel in letzter Zeit. Ne? Nämlich Dunkelfestung. Ja.
Jo. Da bin ich froh, dass es diesen zusätzlichen Sprung im Abgrund gibt. So wäre ich hier höchstwahrscheinlich gestorben und oh mein Gott, ich brauche den Mond! Na, hier ein weiser Philosoph namens Domtendo hat hier mal rote Münzen geschrieben für eine Starcoin. Ja, stimmt, das war legendär. Domtendo hat schon viele legendäre Momente. Und warum geht Scherz auch von Domtendo? Aha. Ja, anscheinend muss man dann Peach Switch aktivieren oder so. Für die Stelle, aber ich kann einfach rübergleiten. Ich werde das jetzt mit Peachette machen, Lemmy verkloppen. Na, die zweite. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? Ja, 31 Minuten so. Kann man keinen Dreisprung machen oder bin ich einfach nur schon wieder zu? Na, Lemmy ist nicht Morten, ne? Morten finde ich schwieriger. Obwohl ich ihn auch richtig easy geklatscht habe, privat. In NSMBU. Ihr müsst wissen, eigentlich sind das ein und dieselben Bosse. Habe ich doch noch kassiert am Ende. Richtig dumm eigentlich. Naja, das war's mit dem Let's Show, Leute. Jetzt wird jetzt noch die Message kommen. Ja, du hast alles Darkmans im Eichenhain gefunden. Ja. Ich weiß noch nicht, was das nächste Let's Show kommt. Ja. Auf jeden Fall bin ich sehr stolz auf meine Let's Show-Rubrik bisher noch. Und ja, hoffe, dass wir noch weitere schöne Abenteuer haben. Also egal ob wir Show oder Let's Play, ne? Auf jeden Fall haben wir alle Münzen im Eichenhain gesammelt, wozu das wohl gut ist. Eigentlich wie Star Road, aber ja, machen wir nicht. So, das war's auf jeden Fall für das Let's Show, Leute. Tschüss.